Willkommen zu Ghost of Tsushima, liebe Freunde meines Kanals. Die PlayStation 5 Version ist endlich da, der Director's Cut. Und wir legen gemeinsam los mit einem neuen Spielstand. Ich bin so unglaublich gespannt, denn die PS4 Version habe ich damals zwar angespielt, aber ich war ziemlich spät zur Party. Deswegen, ja, wird es jetzt für mich richtig spannend, denn ich erlebe zum ersten Mal Ghost of Tsushima in seiner ganzen Schönheit. Und ja, erst einmal muss ich einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Und ich denke, Mittel, denn tödlich will ich auf keinen Fall, Mittel sollte es erstmal tun. Für Spieler, die ein ausgewogenes Spielerlebnis mit moderater Herausforderung möchten. Ja, das klingt doch ganz gut. Dialoge auf Deutsch. Okay. Und dann geht's auch schon los. Das Mongolenreich überfällt unsere Heimat. Sie sind brutal. Unerbittlich. Unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Tradition. Mut. Ehre. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Fürst Adachi, geht, brecht ihren Kampfgeist. Hey! Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Nada, Jinida! Ich bin Harunobu Adachi, Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Verdienen keine Gnade. Keine Gnade! Für Tsushima! Angriff! Ja, und da geht's auch schon voller Action los. Bitte, was war das für ein mieser Trick? Was war das für ein mieser Trick, den er da angewandt hat? Scheiße. Sakai,
auch wenn es uns das Leben kostet. Wie ihr befehlt, Fürst Shimura. Männer! Wir müssen den Anführer erledigen! Männer, mir nach! Mehr Mongolenhunde! Meld sie nieder! Komm her! So! Ich soll dich niedermähen! Boah, sehr schön! Komm, du auch noch. So. Alle weg? Nee. Aber ich glaube, ich muss noch nach oben weitergehen, oder? Die Musik wird gerade ein bisschen dumpfer. Aber ich glaube, ich muss hier nach oben, oder? Apropos Musik, ich werde ganz kurz nochmal ein bisschen... Dialoge sind okay, Musik... ein bisschen runter, aber die Soundeffekte sind doch ziemlich laut. So. Oh, kehre ins Gebiet zurück. Also ich muss hier noch alle Blauen töten. Na dann. Sorry Leute, darf euch nicht leben lassen. Oh, die anderen von uns sind auch schon tot. Das war jetzt ja nicht so erfolgreich. So, man bekommt ja das Kampfsystem noch mal genauer beigebracht. Nur wir sind übrig. Für uns gibt es nur einen Weg. Den Mongolen-Anführer zu finden und zu töten. Ich kämpfe bis zum Ende mit euch. Ich weiß. Hier steht alles in Flammen. Dort, der Mongolen-Anführer. Ich bin bereit, Onkel. Wir tun es gemeinsam. Gut, das war jetzt zugegebenermaßen nicht so erfolgreich. Ich bin Khotun, Vetter des Kublai, Enkel des Genghis. Bruder, ihr seid ein Krieger, das kann ich sehen. Ihr wurdet hierfür ausgebildet und ihr habt Kämpfe gewonnen, die... geringere Männer für ungewinnbar hielten. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft, aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Ich lernte.
Ich kenne eure Sprache, eure Tradition, eure Glauben. Welche Dörfer ich bändige und welche brennen. Daher frage ich noch einmal, Samurai. Ergebt ihr euch? Wie komme ich hierher? Jemand hat mich schwer am Leben gehalten. Keine Waffen, nur Vorräte. Ich muss weiter. Also mal abgesehen davon, dass hier gerade die Hölle des Krieges losbricht, sieht das auf der PlayStation 5 wirklich alles sehr genial aus. Kann ich hier runter? Weil ich könnte jetzt da diesen Weg nehmen, aber kann ich auch theoretisch hier runter? Nee, da ist eine unsichtbare Wand und da ja, werden Dorfbewohner massakriert. Jemand hat mich gerettet, mich hier versteckt, hat vielleicht mein Schwert. Suche nach deinem Katana. Löse keinen Alarm aus. Jetzt muss ich unsichtbar werden. Quasi zu einem Geist. Was haben wir da hinten? Ist das mein Schwert? Jemand hat eine Klinge gewetzt. Ein Krieger? Eine Rüstung. Kaputt. Aber besser als nichts. Verlasse das Haus und setze deine Suche fort. So, hinten durch das kaputte Fenster wahrscheinlich, oder? Ah, es würde jetzt am meisten Sinn machen. Nee, da kann ich nicht durch. Zurück nach drinnen. Los! Wie geht's den Wunden? Kannst du rennen? Ich glaube schon. Wo ist mein Schwert? Nicht hier. Garst, hier! Ich erledige das. Bitte, versteck dich. Oh, oh, tut mir nicht! Sio Domini! Ich habe Reis! Bitte, nehm ihn! Thank you.
Wer bist du? Ich bin Yuna. Willst du dein Schwert? Folge mir. Ja, legt euch besser nicht mit Yuna an. Die Mongolen die halbe Insel einnehmen konnten. Yuna. Nicht jetzt. Mist. Runter. Bewegung. Hier lang. Warte. Wir können nichts für sie tun. Aber ich kann die anderen retten. Fürst Shimura war mit mir auf dem Schlachtfeld. Desito, vergiss ihn. Yuna, warte. Fürst Shimura ist mein Onkel. Du bist Jin Sakai? Der Neffe des Jito? Ich muss es wissen. Hat er überlebt? Ich glaube schon. Die Mongolen nahmen ihn gefangen. Wohin brachten sie ihn? Östlich, entlang der Küste. Da liegt Burg Kaneda. Dort müssen sie ihn festhalten. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln. Sie töten dich. Oder ich rette Fürst Shimura. Helfe ihm, die Mongolen ins Meer zu jagen. Er hat Kontakt zum Shogun, kann Verstärkung rufen. Ich habe dich nicht gesund gepflegt, damit du dein Leben wegwirfst. Warum hast du es getan? Ich konnte dich nicht sterben lassen. Ich brauche deine Hilfe. Fürst Shimura kann der ganzen Insel helfen. Und mehr Familie als ihn habe ich nicht. Los geht's. Folge Yuna, um dein Schwert zurückzuerlangen und löse keinen Alarm aus. Schlechter. Komm schon, wir können ihm nicht helfen. Vorsicht. Plünderer. Hier durch. Suchen die nach uns? Los. Würden wir gesehen werden. Das riskiere ich. Warte, der Wagen. Jetzt. Ein Glück, dass hier diese Messer herumstehen. Mehr Wagen. Los, wir nehmen die Dächer. Hier rauf. Du kletterst auf Dächer. Plünderst Schlachtfelder. Du bist eine Diebin. Wenn ich was brauche, nehme ich's mir. Wie meinen Katana. Ich habe es gegen Essen und Medizin getauscht. Wie bitte? Keine Sorge. Wir finden den Käufer und holen das Schwert zurück. Das wird ein langer Ritt. Nimm alle Vorräte, die du tragen kannst. Das Haus gehört jemandem. Und sie kommen nicht zurück. Kann ich auch nach unten? Okay, ich kann auch nach unten. So, nochmal Vorräte.
Achso, das ist sie. Oh, ich dachte schon, jetzt hätte ich hier den Gegner aufgeweckt, aber nein, zum Glück nicht. Hier durch. Ja, ich bin ganz hinter dir. Der Mann, dem ich dein Schwert gab, und gleich da vorne. Toro, Mist. Die Hunde haben ihn erwischt. Halte Wache. Ich durchsuche das Haus. Es muss hier sein. Ich bin Jin Sakai. Neffe des großen Fürst Shimura. Und ich bin kein Feigling! Euer Gegner ist euch unterlegen. Doch, euch fehlt es an Beherrschung. Ich habe trainiert. Mit eures Vaters Waffe? Dem Schwert des Sakai-Clans. Es rettete Leben und beendete Kriege. Wer hat das getan? Keiner. Ich zeige euch, wie man sich verteidigt. Ich weiß, wie man kämpft. Um die Klinge zu meistern, müsst ihr erst eure Gefühle beherrschen. Das kann ich, Onkel. Zeigt es mir. Dann zeigt mal, was ihr geübt habt. Versucht mich zu treffen. Ja, Onkel. Boah, der Arztteil ist so richtig schön japanisch. Angriff! Ich bin bereit! Sehr gut. Hättet ihr so gekämpft, hätte euch euer Angreifer nicht so leicht verletzt. Es war kein gerechter Kampf. Stellt euch vor, er ist zurück und setzt euch erneut zu. Mit jedem erdenklichen, schmutzigen Trick. Wie verteidigt ihr euch? Er ist groß, aber ich bin schneller. Ich bleibe außer Reichweite. Warte, bis er müde ist, fälle ihn dann mit einem Schlag. Gut. Ein Samurai kämpft immer mit Geduld und Disziplin, auch wenn sein Feind unehrenhaft kämpft. Ich denke daran, Onkel. Jetzt durchbrecht meine Abwehr. Zeigt mir, dass Jin Sakai ein mutiger Krieger ist. Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlagt schnell zu. Genug! Ich ergebe mich. Ihr lasst mich gewinnen. Keinesfalls. Hättet ihr ein richtiges Schwert, wäre ich tot. Wirklich? Ich würde euch nie belügen, Jin. Versucht zur Abwechslung, meine Angriffe zu blocken. Ich werde euch nicht verschonen. Bleibt in Abwehrhaltung. Gut. Sehr gut. Ich bin erschöpft. Können wir eine Pause machen? Wir sind noch nicht fertig. Seid entschlossen und kämpft euch durch den Schmerz. Gut. Das ist deine Gesundheit. Das ist deine Entschlossenheitsanzeige. Nutze deine Entschlossenheit, um dich zu heilen und andere Spezialfähigkeiten einzusetzen. Du erhältst Entschlossenheit, indem du Gegner tötest, Angriffe parierst und andere fortgeschrittene Fertigkeiten einsetzt. Lernt jetzt zu parieren. Wartet, bis ich zuerst agiere. Sobald ich angreife, wehrt meinen Angriff ab. Schöne Parade. Ah, das Zeitfenster ist schön groß. Gute Leistung, Jin. Ihr werdet besser. Braucht ihr eine Pause?
Es braucht mehr als ein Kind, um mich außer Atem zu bringen. Nun gut. Zeigt mir eure Abwehr gegen einen Speer. Weicht meinem Speer aus und führt einen Gegenangriff durch. Gute Reflexe. Hervorragender Kopf. Sehr gut ausgewählt. Denkt daran. Ausweichen, dann Konter. Schöner Gegenangriff. Seht ihr? Ihr könnt jede Waffe, jeden Krieger bezwingen. Danke für die Lektion, Onkel. Wir sind noch nicht fertig. Jin Sakai, erweist ihr mir die Ehre eines Übungskampfes? Ich will euch nicht verletzen. Bei so viel Zuversicht, wie wäre ein kleiner Ansporn. Wer zuerst 5 Treffer landet, wählt das Abendessen aus. Hoffentlich mögt ihr Tintenfisch. Sehr gut. Ihr seid sehr geschickt. Zu leicht. Bevor wir essen, habe ich eine letzte Frage. Seit Generationen leben unsere Familie nach einem Kodex. Nennt mir die Tugenden, die uns leiten. Treue zu unserem Fürsten. Beherrschung unserer Gefühle. Und... Ihr wisst das. Ehre. Tapfer zu kämpfen für das Vermächtnis des Sakai-Clans. Dies sind die Worte eures Vaters. Was bedeutet Ehre für euch? Ich glaube... Menschen zu beschützen. Die, die nicht für sich selbst kämpfen können. Ihr habt ein gutes Herz. Doch zuerst müssen wir zeigen, dass wir unserem Fürsten dienen. Mit Mut, Integrität, Selbstbeherrschung. Bei euch klingt das einfach. Es ist nie einfach, Jin. Ich ringe jeden Tag damit. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das ist die Bedeutung von Ehre. Ach, not, Herr Samurai. Dein Schwert wieder. Wo finde ich ein Pferd? Die Ställe sind recht nah. Hier lang. Bei Dark Souls wäre das jetzt so ein richtiger erster Bosskampf gewesen. Mehr Reiter. Die sind überall auf der Insel. Wo sind die Ställe? Hinter dem brennenden Bauernhaus. Folge mir. Darf ich die 3 umbringen? Ich möchte kämpfen. Wir schleichen uns an, schlitzen ihnen die Kehlen auf und töten sie ohne einen Laut. Ohne Ehre. Ich breche nicht meinen Kodex. Still dich, Eindringling! Ziele mit L... um mit deinem Schwertangriff einen Gegner anzuwehren. Ah, okay, jetzt, okay. Achso, ist jetzt dieser Puls, ne? Ja, das war jetzt doch ganz cool. Das ist nah. Wir können nicht alle retten. Genug weggelaufen. Endlich kann ich helfen. Verflucht! Mehr Wachen. Keiner darf entkommen. Just Betty.
Danke, mein Herr. Es hieß, alle Samurai wären tot. Könnt ihr euch irgendwo verstecken? Im Goldenen Tempel soll es sicher sein. Geht, meidet die Straßen und beschützt euren Sohn mit eurem Leben. Du hast dein Leben für sie riskiert. Sie konnten sich nicht wehren. Und ich... Ich kann nicht noch mehr von uns sterben lassen. Aber nicht nur sie brauchen dich. Mein Bruder. Die Mongolen haben ihn. Deshalb hast du mich gerettet. Taka ist meine einzige Familie. Und Fürst Shimura ist meine. Bitte. Ich will nur meinen Bruder zurück. Ich werde dir helfen nach der Rettung meines Onkels. Versprochen. Ich komme mit dir. Der Stall ist gleich vor uns. Gehen wir zu den Pferden. Das sind Samurai-Pferde. Die paar, die der Schlacht fernblieben. Ein Glück für sie. Und uns. Welches Pferd willst du? Ah, digital Deluxe-Reittier. Das ist das hier. Ja, dann nehmen wir das doch direkt, oder? Obwohl eigentlich so zu mir passt natürlich eher dann das schwarze Pferdchen. Ich glaube, das ist nur vom Aussehen her, oder? Ach komm, wir nehmen das jetzt. Oh, wird meine gesamte Reise lang begleiten? Ach, das ist ja gemein. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Oder nehme ich jetzt einfach dich so als Ausgleich? Komm, ich nehme dich. So. Ganz ruhig. Er passt zu dir. Er braucht einen Namen. Nobu, Sora oder Kage. Sora. Sora, Licht des Himmels. Ja. So, aufziehender Sturm, Komoda. Wir reisen weiter. Ah ja, bis zur Festung. Burg Kaneda. Burg Kaneda. Dein Onkel ist da drin gefangen. Die Wände sind zu hoch zum Raufklettern. Wir könnten sie ablenken und reinschleichen. Nein. Wir gehen durchs Haupttor. Khotun Khan verbrannte unsere besten Schwertkämpfer, demütigte meinen Onkel, schlachtete die Krieger von Tsushima ab. Ich werde ihm seine Taten vergelten. Indem du die gleichen Fehler begehst, die deine Freunde töteten. Das werden die Mongolen glauben. Doch diesmal schlage ich zuerst zu. Hey, wie auch immer das funktionieren soll. Herausforderungskämpfe. Näherst du dich feindlichem Gebiet, kannst du Gegner zu einem Kampf herausfordern. Halte Dreieck gedrückt, wenn sich dein Gegner nähert. Lasse Dreieck sofort los, sobald er angreift, um ihn mit einem einzigen tödlichen Schlag zu besiegen. Ich komme wegen Fürst Shimura. Yumhi geht's, Samurai! Yeah! Yeah!
Wow. Das ging ja mal. Okay, das ist doch nicht so leicht. Ich dachte, das Zeitfenster ist ein bisschen größer für Ausweichen, aber anscheinend nur in den Übungskämpfen. So. Jetzt zu euch. Wow. Man bekommt doch ganz schön gut Schaden. Okay. Gut gemacht. Sag das nicht so überrascht. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Die Mongolen haben sie am Strand abgefeuert. Aus unserer Burg! So, was gibt's hier hinten? Irgendwas zum Mitnehmen für mich? Ach du Schreck. Oh, okay, noch mehr Gegner. Ja, ich habe gerade die beiden Aufgespießten hier begutachtet und ich glaube, sie sind tot. Ich glaube, da können wir nichts mehr machen. So, lebt hier oben noch jemand? Ah, da noch eine ganze Gang. Was zur... Wow, okay. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Die Mongolen haben sie am Strand abgefeuert. So, jetzt das Ganze nochmal. Okay. Okay, gleich kommen wieder die Pfeile. Los, weiter! Wir können nicht zurück! Ich muss. Geh zurück. Allein? Halt den Weg frei. Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mach die Pferde bereit. Nur zu. Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. Boah, geht. Also. Keine Verstaufspause. So. Und da kommen auch gleich die nächsten an, da vorne. Ah, stimmt, stechen kann ich ja auch noch. So, schlage dich durch die Burg, um deinen Onkel zu retten. Yes, das habe ich auch vor. So, hier konnte man außen, glaube ich, nicht lang. Das habe ich ja alles damals schon in der PS4-Version gespielt. Das ist jetzt für mich nichts Neues. Und das Spiel will auch direkt, dass ich hier weitermache. Hier ja nicht zu viel mich umschaue. Ah, ich bin ja auch gerade mitten in einer Mission. Ansonsten ist nämlich auch ziemlich viel Open World drin. Also das Spiel ist, glaube ich, dann gegen Ende hin, also das heißt gegen Ende hin, nach dem
Tutorial. Auf jeden Fall ziemlich viel Open World. Ui, der hat doch nicht seinen Arm verloren. Wobei das gehört ja eigentlich bei so Samurai-Filmen mit dazu, dass die Leute so ganz viele Körperteile verlieren. Pfeilen ausweichen. Bevor sie mit Pfeilen schießen, stoßen Mongolenbogenschützen einen Ruf aus. Ah ja, und dann ducken. Lass mal den anderen so ein bisschen weglocken. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad ist richtig gewählt. Ein bisschen Action mit drin, aber noch nicht so viel, dass ich ständig sterbe. Aber ich wollte gucken, ob das geht, und ja, es geht. Okay, es funktioniert. Man kann hier sterben. Das habe ich jetzt für euch ausprobiert. Genau, jetzt kommt der Bogenschütze. Naja, was auch immer. So. Kann man hier so hochklettern? Ah ja. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Schickt euren besten Krieger. Dann komm mal her, bester Krieger. Jin Sakai, der Neffe Fürst Shimuras. Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Jin! Euer Onkel hat mir viel von euch erzählt, Jin Sakai. Ich zeige ihm seinen Neffen. Gebrochen und gedemütigt darum winselt, dem Mongolenreich anzugehören. Jin! Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai. Wie greift er an? Okay, er will, dass ich angreife. Dein Onkel sieht dir zu. Ich schwitze euch die Kehle auf. Wow.
zeigt eurem Onkel, wie leicht er eurer Heimat Frieden bringen kann. Rettet euer Leben. Versagt. Erneut. Vater. Jin. Hilfe. Möge euer Tod allen anderen dienen. Junger Meister, es ist Zeit. Ich komme, Yoriko. Ihr lieben Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir ein ganz kurzes Päuschen. Ja, also der Kampf gegen die Mongolen lief jetzt auch zum zweiten Mal jetzt nicht ganz so gut. Und jetzt erleben wir wieder einen Flashback in die Kindheit des jungen Jin. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr bisher von Ghost of Tsushima haltet. Und dann sehen wir uns auch schon wieder zur nächsten Folge hier bei mir auf meinem Kanal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.